Um für die Unternehmen die Einstellung von Mitarbeitern mit Behinderung so einfach wie möglich zu gestalten und etwaige Bedenken auszuräumen, bietet das Sero-Projekt Netzwerk, ein Projekt der Essel Foundation, das erforderliche Know-how. Vor diesem Hintergrund fand das Sero-Projekt Unternehmensdialog zum Thema Mehrwert durch Vielfalt, Menschen mit Behinderung in ihrem Unternehmen statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung erfuhren Unternehmerinnen und Unternehmer von anderen Unternehmern, wie eine erfolgreiche Integration von Menschen mit Behinderung aussehen kann, was ausschlaggebende Schlüsselfaktoren sind, wie dieser Mehrwert nutzbar ist und wie sich Vielfalt auf den unternehmerischen Erfolg auswirkt. Im Vorfeld des Unternehmensdialogs wurden Ideen, Schwerpunkte und Ziele dieser Initiative im Rahmen einer Pressekonferenz von Landeshauptmann Hans Niesel, Soziallandesrat Magister Norbert Darabosch, Kommerzialrat Martin Essel, Initiator des Sero-Projekt Unternehmensdialoge und Magister Gerhard Kuich, Geschäftsführer Verein Warmus, präsentiert. Herr Landesrat, Herr Kommerzialrat Essel, Herr Magister Kuich vom Verein FAMOS, meine sehr geehrten Damen und Herren, darf Sie alle sehr herzlich begrüßen bei unserer gemeinsamen Pressekonferenz Zero Project von der Essel Stiftung, und ich freue mich sehr, dass wir dieses Projekt heute präsentieren können. Das Zero Projekt wird heute auch um 17 Uhr in Form eines Unternehmensdialogs präsentiert, und es geht natürlich darum, dass man Unternehmerinnen und Unternehmer motiviert, Menschen mit Behinderungen auch einzustellen. Das Thema des Unternehmensdialogs lautet Mehrwert durch Vielfalt, Menschen mit Behinderungen als Mitarbeiterinnen. Und ich glaube, dass das auch eine sehr wichtige gesellschaftspolitische Herausforderung ist, dass man Menschen mit Behinderungen eine Chance gibt in unserer Gesellschaft, im Wirtschaftsbereich, entsprechende Aufgaben zu übernehmen, arbeiten zu können, ein Einkommen zu haben. Damit steigert man natürlich das Selbstwertgefühl dieses Menschen. Und ich bin auch überzeugt davon, dass diese Menschen in den richtigen Bereichen, wo sie zugeordnet werden, auch entsprechende Leistungen erbringen können. Und ich spreche hier auch aus eigener Erfahrung, weil wir beim Land Burgenland 157 Menschen mit Behinderungen beschäftigt haben und diese Menschen für das Land Burgenland ebenfalls eine ausgezeichnete Arbeit verrichten. Und wir sind sehr froh darüber, dass diese Menschen mit Behinderungen beim Land Burgenland beschäftigt sind, dass sie bei uns arbeiten, und ich muss vorhin den Herrn Kommerzialrat gesagt, dass wir in der Sportabteilung eine Mitarbeiterin haben, die bereits in den Ruhestand treten könnte. Die sagt, mir macht eigentlich die Arbeit viel Freude. Sie leistet auch wirklich eine hervorragende Arbeit, und es ist für uns selbstverständlich, dass sie, solange das gesetzlich möglich ist, bei uns arbeiten kann. Und ich glaube, das ist nur ein Beispiel, dass die Leute das gerne machen, dass sie am richtigen Platz eingesetzt auch wichtige Aufgaben erfüllen können. Ich habe vor wenigen Wochen mit unserem Wirtschaftskammerpräsidenten, Ingenieur Peter Nemeth, eine Pressekonferenz gegeben, Standortdialog 2021. Das Burgenland soll die wirtschaftsfreundlichste Region bis zum Jahr 2021 werden. Und ich glaube, man muss auch dazu sagen, zu diesem Standortdialog, dass wir nicht nur die wirtschaftsfreundlichste Region werden wollen, weil es geht ja immer um Arbeitsplätze, nämlich dass Menschen eine Arbeit haben, dass sie ein Einkommen haben, aber es geht auch darum, dass wir eine sehr soziale Region bleiben wollen und vielleicht in dem einen oder anderen Bereich noch sozialer werden wollen. Und genau diese Kombination, wirtschaftliches Wachstum mit neuen Arbeitsplätzen zu ermöglichen und auf der anderen Seite auch auf Menschen die Möglichkeit zu bieten, die eine Behinderung haben, auch im Bereich der Wirtschaft tätig zu sein. Und ich habe da wieder
in unserem Vorgespräch ein bisschen etwas dazugelernt. Es geht nicht um Quoten, sondern es geht in erster Linie darum, eine Chance zu geben, eine Stimmung und Atmosphäre auch in der Wirtschaft mit zu unterstützen, dass diese Menschen auch aufgenommen werden, dass man darauf hinweist, welche rechtlichen Möglichkeiten man hat, welche wirtschaftlichen Möglichkeiten man hat. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass das auch das Image eines Unternehmens aufwertet, wenn man Menschen mit Behinderungen eine Chance gibt, weil es sehr, sehr viele Menschen gibt, die auch sozial denken und die sagen, das ist eigentlich, bringe ich dem Unternehmen eine Wertschätzung entgegen, weil sie sich auch um Menschen bemühen, die eben ein Problem haben, die eine Behinderung haben und damit auch eine Zukunftsperspektive haben. Und deswegen bin ich Herrn Essl sehr dankbar, dass er diese Initiative nicht nur in Österreich, sondern auch international gestartet hat. Er wird darauf hinweisen, in wie vielen Ländern er erfolgreich tätig ist, welche, wie viele internationale Konferenzen auch hier abgehalten wurden. Ja, das Zero Project ist eine, wie ich bereits gesagt habe, Initiative der Essl Foundation, die weltweit für die Umsetzung der UNO-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung sich engagiert. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung, sich hier weltweit um Menschen mit Behinderung zu kümmern. Zero steht dabei für eine Welt ohne Barrieren. Und auch das ist eine große Herausforderung, denn wir wissen alle, dass es leider noch sehr viele Barrieren in unserer Gesellschaft gibt, nicht nur sogar in der Wirtschaft, sondern wahrscheinlich in allen Bereichen unseres Lebens. Und da sind natürlich auch die öffentliche Hand, natürlich auch die Politik gefordert, daran zu arbeiten, dass möglichst viele Barrieren Schritt für Schritt auch abgebaut werden. Also insofern bedanke ich mich bei Ihnen sehr herzlich, dass wir diese Pressekonferenz machen können. Ich bedanke mich auch, dass Sie sich für Menschen mit Behinderungen engagieren, dass Sie das auch jetzt verstärkt im Burgenland machen, in Österreich machen, aber auch international machen. Und ich darf auch darauf hinweisen, dass wir im Burgenland 1915 Bedienstete im Verwaltungsbereich beschäftigt haben und dass wir 157 Bedienstete mit einer Behinderung beschäftigt haben. Ich sage das nicht deshalb, um das Land Burgenland in den Vordergrund zu rücken, sondern es kann ja natürlich berechtigt die Frage kommen, der Landeshauptmann spricht hier von der Einstellung von Menschen mit Behinderung, was macht das Land auch? Und ich glaube, dass wir hier mit dem Wert, wie gesagt, das Wort Quote ist hier nicht erwünscht, ich sage es aber trotzdem, immerhin diese Richtlinien oder die Vorgaben des Gesetzgebers, wie man so sagen kann, immerhin zu 191% beim Land Burgenland auch erfüllen. Wir fühlen das auch bei der Krages mit 188%, wo wir die Quote nicht erfüllen, ist bei den Pädagoginnen und Pädagogen. Also auch hier gibt es immer wieder in allen Bereichen natürlich weiter Handlungsbedarf, weil ich nochmals aus eigener Erfahrung durch die Mitarbeit der 157 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiß, dass hier sehr, sehr gute Arbeit geleistet wird. Und wir wollen natürlich auch mit der Essl Stiftung in Zukunft zusammenarbeiten. Was können wir vielleicht in dem Bereich noch besser machen? Was kann man umschichten? Wie kann man die Arbeit noch besser gestalten, um Menschen mit einer Behinderung auch eine Chance zu geben? Beziehungsweise wie kann man die Wirtschaft informieren, welche Möglichkeiten es gibt? Auch Möglichkeiten der Förderung, rechtliche Möglichkeiten, Beratungen. Und ich denke, das soll unterm Strich eine Win-Win-Win-Situation werden. Nämlich eine Win-Situation für den Menschen, der eine Chance hat, arbeiten zu können, ein Einkommen zu haben, eine Win-Situation auch für die Wirtschaft und eine Win-Situation für unsere Gesellschaft. Ich glaube, das ist eine gesellschaftspolitische Herausforderung, dass wir Menschen mit Behinderungen eben diese Möglichkeit bieten. Nochmals herzlichen Dank. Vielen Dank.
Ja, meine Damen und Herren, danke, Herr Landeshauptmann. Auch ich möchte zu Beginn kurz betonen, wie wichtig diese Veranstaltungen wie Zero Project Dialoge auch im Burgenland oder gerade im Burgenland sind. Damit wird einer breiten Öffentlichkeit vor Augen geführt, auf welche vielfache Art und Weise auch Unternehmen davon profitieren, wenn sie Menschen mit Behinderung in ihrem Betrieb beschäftigen. Und ich bin dem Herrn Kommerzialrat Essl sehr dankbar, der ja ein sehr großer österreichischer Unternehmer ist, dass er sich dieser sozialen Frage auch annimmt und dass man schon seit Jahren mit der Essl Foundation hier für eine auch Verbesserung der rechtlichen Situation und vor allem der praktischen Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen eintritt und diese zahlreichen Initiativen nicht nur unterstützt, sondern sie auch vorantreibt. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch sehr wichtig, dass wir hier, der Herr Landeshauptmann und ich für den sozialen Bereich zuständig, hier auch signalisieren, dass das Land Burgenland hier auch bereit ist, diese Initiativen zu unterstützen. Aber ich möchte vor allem den Respekt auch für Sie, Herr Kommerzialrat, aussprechen, dass Sie diese Dinge in die Wege geleitet haben. Es wurde schon angeführt, das Land Burgenland, man soll nicht stehen bleiben. Der Landeshauptmann sagt immer, wer stehen bleibt, hat verloren, oder wie heißt das? Nein, das heißt, wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Okay, gut. in diese Richtung ist es auch für uns ganz wichtig, hier uns auch selbst zu hinterfragen, zu evaluieren. Aber insgesamt muss man schon sagen, dass das ein sehr gutes Ergebnis ist, was hier die Einstellung von Menschen mit Behinderung im Landesdienst betrifft. Darüber hinaus haben wir ca. 250 Menschen mit Behinderung über die Firmenförderung des Landes gefördert, und zwar über den Lohnkostenzuschuss zum Ausgleich der Erwerbsminderung. Und das sind immerhin 900.000 Euro im Landesbudget. Das ist doch ein aus meiner Sicht sehr hoher Anteil und auch zeigt unser soziales Engagement im Land. Zweck dieses Lohnkostenzuschusses ist es, einen behinderten Menschen, der aufgrund seines Leidens oder seines Gebrechens auf dem Arbeitsmarkt mit Nichtbehinderten nicht mit Erfolg konkurrieren kann, auf einem geeigneten Arbeitsplatz das betriebsübliche Entgelt zu sichern. Also das ist ganz wichtig, weil wir wollen ja, dass diese Menschen eben so entlohnt werden wie gesunde Menschen. Wir haben da von der Höhe der Förderung bis zu 45% des monatlichen Bruttogehaltes, einschließlich Sonderzahlungen, hier auch geleistet. Das mag sehr technisch klingen, aber es geht hier auch um die Lebenssituation der Menschen. Deswegen bitte ich Sie auch zu verstehen, dass ich diese Zahlen hier, auch wenn sie technisch klingen, nenne. Die Deckelung schaut so aus, dass wir höchstens in der Höhe von 65% des sogenannten Richtwertes hier handeln. Das sind im Jahr 2017 monatlich immerhin 550 Euro. Und das ist auch aus meiner Sicht ein guter Hinweis darauf, dass das Land Burgenland hier in diesem Bereich vorbildlich österreichweit unterwegs ist. Wir setzen im Land Burgenland insgesamt für Menschen mit Behinderung auch in anderen Bereichen wichtige Maßnahmen. Ich werde jetzt Sie nicht mit allen Maßnahmen hier konfrontieren, aber vielleicht nur einige. Wir übernehmen beispielsweise die Kosten der Heilbehandlung in Ergänzung zu Leistungen der Sozialversicherung. Wir übernehmen Kosten für die orthopädische Versorgung und Kostenübernahme anderer Hilfsmittel gemeinsam mit dem Sozialministerium. Wir haben die sogenannten Eingliederungshilfen in den Schulen. Das ist eine begleitende Maßnahme für Kinder mit Einschränkungen, wie autistische Kinder beispielsweise. Auch das ist nicht überall so. Wir sichern den Lebensunterhalt, sofern es so durch Dritte keine Lebensbedarfskostendeckung gibt. Wir haben die Unterbringung in Behinderteneinrichtungen, auch da sind wir aus meiner Sicht österreichweit vorbildlich. Wir gewähren teilweise auch persönliche Hilfe bei sozialer Rehabilitation und übernehmen auch beispielsweise Dolmetschkosten für Gehörlose im privaten Bereich, wenn es um ganz wichtige Fragen geht. Also insgesamt glaube ich, dass wir hier damit auch rechtfertigen, dass mehr als die Hälfte des Landesbudgets in den Sozial- und Gesundheitsbereich und damit auch in den Behindertenbereich fließen. Das zeigt schon, dass das Land Burgenland eine soziale Modellregion nicht nur sein möchte, sondern auch ist. Und das wollen wir auch in Zukunft auch weiter verfolgen. Und mit solchen Initiativen, wie von Herrn Kommerzialrat Essl hier ins Leben gerufen,
können wir gut zusammenarbeiten, weil es zu wenig ist, wenn man nur von öffentlicher Seite etwas macht, sondern wenn das eine Kombination und eine Symbiose zwischen öffentlicher Hand und privaten Initiativen ist, dann halte ich das für ganz, ganz wichtig. Und so würde ich sagen, vamos. Das habe ich jetzt bei mir gehört in den letzten Tagen, also beim Tennis allerdings, also von Dominic Thiem in Madrid. Vamos heißt auf gut Deutsch, gehen wir es an und machen wir vorwärts, gehen wir vorwärts. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Initiative, freue mich schon auf die Abendveranstaltung. Herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Landeshauptmann, sehr geehrter Herr Landesrat, lieber Magister. Ich möchte wirklich ganz herzlich danken für Ihr besonderes Engagement, uns bei den Zero Project Unternehmensdialogen im Burgenland zu unterstützen, zu begleiten, zu fördern. Worum geht es? 15% der Bevölkerung auf der ganzen Welt, das sind über 1 Milliarde Menschen, sind mit irgendeiner Form einer Behinderung konfrontiert. Wenn wir das auf Österreich herunterbrechen, so bedeutet das, dass es in Österreich 1,2 Millionen Menschen mit Behinderung gibt. Also ist jeder Achte. Und ein Drittel dieser Menschen mit Behinderung haben diese Behinderung von Geburt auf. Das heißt mit anderen Worten, 2/3 der Menschen, die irgendwann einmal eine Behinderung bekommen, bekommen sie aus welchen Gründen auch immer während des Lebens. Das heißt, es kann sie und mich gleichermaßen treffen. Und das ist mir aus diesem Grunde auch ganz wichtig, dass wir nicht sagen, das sind Menschen ohne Behinderung, die haben alle Möglichkeiten der Gesellschaft, und dann gibt es eine Gruppe, die ganz ein großer Anteil eigentlich, ein relativ hoher Anteil der Bevölkerung ist, 15%, die normalerweise eigentlich keine Chancen haben. Und je tiefer ich in dieses Thema eingedrungen bin, ich habe ja davor mit meinem Vater gemeinsam das Familienunternehmen Baumax aufgebaut, wir waren in 9 Ländern tätig, wir haben 265 Menschen mit Behinderung in unserem Unternehmen alleine beschäftigt und dabei erkannt, dass es darauf ankommt, den Menschen zu sehen und nicht die Behinderung zu sehen. Und wir haben die Erfahrung gesammelt, dass wenn man die Talente erkennt, ob ein Mensch eine Behinderung hat oder nicht, und sie genau dort einsetzt im Unternehmen, wo sie diese Talente entsprechend ausleben können und einen positiven Beitrag auch leisten können, sind diese Menschen glücklich, ob mit oder ohne Behinderung, entwickeln sich unglaublich und haben auch eine ganz wichtige Wirkung für das restliche Team. Insbesondere unser Schwerpunkt, den wir früher gesetzt haben bei Baumax, war ja, Menschen mit Lernschwierigkeiten, Menschen mit geistiger Behinderung zu unterstützen. Und meine Frau und ich haben vor 20 Jahren die Entscheidung getroffen, den überwiegenden Teil unseres Vermögens in eine gemeinnützige Stiftung einzubringen, mit dem Ziel, Menschen zu helfen, denen es nicht gut geht. Und vor 10 Jahren haben wir die Initiative Zero Project gegründet. Zero steht für Null. Und wie Herr Landeshauptmann schon erwähnt hat, wurde vor 11 Jahren eine Konvention von der UNO in Rechtskraft gebracht, die Menschen mit Behinderung die gleichen Rechte in der Gesellschaft einräumt wie Menschen ohne Behinderung. Und diese UN-Konvention wurde von 175 Ländern ratifiziert. Das heißt, mit Unterschrift dieser UN-Konvention sind 175 Länder verpflichtet, diese Zielsetzung der UN-Konvention auch tatsächlich umzusetzen. Wir haben begonnen am Anfang Indizes zu entwickeln, weil es das in diesem Bereich, im Sozialbereich nicht gegeben hat, und sind da drauf gekommen, dass Österreich bestenfalls im Mittelfeld steht. Wir sind nirgends besonders schlecht und in den seltensten Fällen besonders gut. Und so habe ich mir dann als weiteren Schritt gedacht, naja, es wäre, was kann man eigentlich als eine private Initiative, wenn man ein globales Anliegen hat, wo kann man da einen Beitrag leisten, wo wirklich eine Wirkung auch erzielt ist. Und nachdem ich unternehmerisch seit 37 Jahren tätig war, ist mir eines gekommen, wir sollten eigentlich Innovationen suchen auf der ganzen Welt und diese Innovationen dann auch bekannt machen und versuchen,
die eine oder andere Innovation, die sich in Österreich, für Österreich auch Gültigkeit hätte, in Österreich zu probieren und dann wirklich entsprechend auszurollen. In den letzten 10 Jahren haben wir ein Expertenteam von 4.066 Experten aus 180 Ländern gefunden, die jedes Jahr zu einem anderen Thema der UN-Konvention uns soziale Innovationen zugänglich macht aus diesen 180 Ländern. Also wenn irgendein Experte, der in dem Feld tätig ist, ob der aus Nepal oder aus Burundi oder aus Nordamerika oder aus Neuseeland oder aus Österreich kommt, wenn wir zu einem Thema, und das sind, es gibt 4 Hauptthemen in der UN-Konvention, eine Innovation findet, dann meldet er dies hinein. Und wir haben jedes Jahr eines dieser 4 Themen zum Ziel, eine Konferenz auszurichten, die in der UNO-City in Wien abgehalten wird. Und wir haben im Februar dieses Jahres zum Thema Barrierefreiheit eine Konferenz ausgerichtet, wo wir 740 Teilnehmer aus 72 Ländern da gehabt haben. Und in dem davorliegenden Call, der ein Dreivierteljahr vorher beginnt, haben wir, stellen Sie sich das vor, mal 700 innovative Einreichungen bekommen. 700 Einreichungen bekommen aus 123 Ländern. Und da haben wir die innovativsten und am leichtesten umsetzbaren Innovationen zum Thema Barrierefreiheit ausgewählt und 68 davon in einer 3-tägigen Konferenz der Weltöffentlichkeit zugänglich gemacht, haben einen großen 200-seitigen Katalog dann auch erstellt, wo das alles genau detailliert beschrieben ist, und das ist alles im Internet abrufbar und alles bei uns kostenlos, weil wir das aus gemeinnützigen Überlegungen heraus machen. Wir haben keine Gewinnabsicht. Unser Gewinn ist es, unser ideeller, je mehr Menschen mit Behinderung einen Vorteil aus unserer Arbeit haben, umso mehr freuen wir uns damit und darüber. Wir haben neben der Barrierefreiheit als ein Hauptthema ein zweites Thema, das ist Bildung. Da fängt die Krux nämlich an, dass viele Menschen und Kinder mit Behinderung keinen Zugang zu einer adäquaten Bildung und Förderung ihrer Talente hat. Vor einigen Jahrzehnten hat es noch gegolten, dass Menschen mit Behinderung bildungsunfähig wären. Stellen Sie sich diese Wortschöpfung an, diese wahnsinnige Wortschöpfung. Und bis vor kurzem waren Menschen mit Behinderung teilweise beschäftigungsunfähig. Und das geht nicht. Das widerspricht den Regeln der UN-Konvention und letztlich auch meinem christlichen Weltbild, dass jeder Mensch eigentlich die volle Entfaltungsmöglichkeit haben sollte. Und aus diesem Grunde haben wir uns dann zum Ziel gesetzt, lasst uns doch einmal mit Unternehmensdialogen in Österreich beginnen. Lasst uns innovative Unternehmen suchen, die schon Erfolge haben in der Integration, so wie wir das bei Baumax gehabt haben. Und lasst uns Unternehmer, Landesgesellschaften, Vertreter der Landesgesellschaften, Vertreter der öffentlichen Bereiche an einen Tisch kommen und überlegen, wie können wir Menschen mit Behinderung auf ganz natürliche Art und Weise einfach den Arbeitsmarkt erschließen. Dass die Leute eine Freude haben am Leben. Stellen Sie sich einmal vor, es gibt ja auch sehr wenige Statistiken. Aus den Vereinigten Staaten weiß ich, dass Menschen, die blind sind, zu 80% arbeitslos sind. Um das jetzt einmal ganz konkret zu machen. Und in Österreich wird dieser Wert 100%ig schlechter noch sein. Das heißt, kaum ein Mensch, der nichts sieht, hat die Möglichkeit, bei uns in Österreich zu arbeiten. Und da hilft demjenigen die Quote nichts. Aber ich habe mittlerweile Menschen kennengelernt, die solche unglaublichen Begabungen haben, die für die Wirtschaft, für die öffentliche Hand unglaublich tolle Dienstleistungen erfüllen können. Und genau darum geht es uns, einen Mindset, eine Veränderung in der Gesellschaft herbeizuführen, bei den Verantwortlichen herbeizuführen, mit dem Ziel, dass wir in Zukunft einfach hier auch jedem die Möglichkeit und Chance geben. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir eine starke Partnerschaft mit einem regionalen Organisation haben, der auch helfen kann, dass
burgenländische Unternehmen in einem One-Stop-Shop alle Fragen und Wünsche und Unklarheiten diskutiert werden können, und mit dem Ziel, dass wir möglichst das zu einer natürlichen Art und Weise machen, dass es in Zukunft gar nicht mehr die Frage gibt, stelle ich einen Mann oder eine Frau ein, stelle ich einen Menschen mit Behinderung oder ohne Behinderung ein, sondern dass das Talent eines Menschen zählt und nichts anderes. Deswegen sind wir heute da, und ich bin dankbar nochmals, dass Sie so vorbildlich auch nicht nur die Schirmherrschaft übernommen haben, sondern auch zu dieser Pressekonferenz eingeladen haben und auch hier bei der Unternehmensdialog dabei sind. Vielen herzlichen Dank für Ihr Engagement, und ich hoffe, dass wir mit dieser Initiative auch zum Wohle von vielen Burgenländerinnen und Burgenländern auch einen wichtigen Beitrag leisten können. Dankeschön. Gut, ich möchte mich bei meinen drei Vorrednern bedanken, die schon sehr eingehend auf diese Thematik eingegangen sind. Meine Rolle hier und ich glaube auch unsere Aufgabe als Verein Wamos im Burgenland ist, Unternehmer immer wieder darauf hinzuweisen, wie leicht es ist, Menschen mit Behinderungen in den Betrieben zu integrieren. Es gibt Möglichkeiten, es gibt Förderungen, es gibt Begleitung, es gibt Unterstützung. Und unsere Aufgabe des Vereins Wamos ist, all dies anzubieten. Und mein Angebot an alle Wirtschaftstreibenden ist dies, das: sprechen Sie uns an, rufen Sie uns an, reden Sie mit uns. Und wenn jetzt jemand fragt, was denn ein Unternehmer davon hat, wenn er einen behinderten Menschen in seinen Betrieb integriert, dann ist es relativ leicht. Erstens einmal tut er das Richtige. Er tut das Richtige, weil er einen Menschen, einen Mitarbeiter bekommt, der sicher sehr loyal zu seinem Unternehmen steht, einen Mitarbeiter bekommt, der, wenn er am richtigen Platz eingesetzt ist, entsprechend gut die Tätigkeit verrichten wird, und einen Mitarbeiter bekommt, der, falls er nicht in der Lage ist, die volle betriebswirtschaftlich geforderte Leistungsfähigkeit zu erbringen, eine entsprechende Unterstützung vom Land oder vom Bundessozialamt oder vom AMS in monetärer Förderung mitbekommen wird. All das bekommt ein Unternehmer, wenn er behinderte Menschen in seinen Betrieb integriert. Und zudem steht der Verein Wamos und natürlich auch andere Einrichtungen im Burgenland, speziell im Rahmen des Bundessozialamts ist dort Rettet das Kind zu erwähnen, zur Verfügung. Mein Angebot an alle Unternehmer, und deswegen bin ich auch sehr froh, dass es diese Einladung an Unternehmer heute gibt, ist: rühren Sie sich bei uns, sagen Sie uns, was Sie brauchen. Wir unterstützen Sie in allen Fragen der Integration. Ich danke Ihnen recht schön.